Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Die gute kleine Kate möchte mit uns reden und wir haben natürlich... Ja, bleib doch mal geschmeidig, Schlampe. Und wir haben natürlich Zeit für die kleine Katie. Natürlich, du kannst mir alles sagen. Ich kann dir alles sagen? Eines Tages könnte ich darauf zurückkommen. Als Tommy mich zu dir geschickt hat, dachte ich, ich würde dich hassen. Nicht nur, weil du meinen Vertrag übernommen hast, sondern weil ich dachte, dass du mich herumkommandieren würdest, als wäre ich ein Dienstmädchen. Bisher hast du mich aber wie eine Freundin behandelt. Mann, du warst richtig nett zu mir. Ich möchte nicht undankbar sein, aber deine Freundlichkeit macht mich nachdenklich. Wenn ich eins im Combat Zone gelernt habe, dann das. Niemand tut etwas, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Was erwarte ich wohl? Nein, natürlich erwarte ich nichts. Das Combat Zone zu überleben, muss ganz schön hart gewesen sein. Das ist noch nett ausgedrückt. Ich habe 3 Jahre im Combat Zone gelebt. Es hat nach Kotze und Pisse gestunken. Aber es war mein Zuhause. Ich konnte dort ein paar Kronkorken verdienen, hatte mein eigenes Bett und 3 warme Mahlzeiten am Tag. Dann kamen die Raider und haben dort alles an sich gerissen. Du kennst sie ja. Nicht gerade sanfte Typen. Als sie da waren, musste man ständig aufpassen, nicht plötzlich zusammengeschlagen und ausgeraubt zu werden. Oder noch schlimmer. Ich hatte schnell verstanden, dass ich meine hart verdienten Kronkorken einsetzen musste. Freunde zu kaufen machte das Leben leichter. Deshalb warte ich wohl darauf, dass du mir deine Rechnung stellst. Verstehst du? Warum hast du so große Angst vor Gefallen? Ich will lieber nicht darüber reden. Ich sag dir mal was. Gib mir etwas Zeit, dann überlege ich mir eine Gegenleistung. Ich bin kein reiches Mädchen, aber wir werden uns bestimmt einig. Wozu sind Freunde sonst da? Da mag sie wohl recht haben. An der Spitze muss man aufpassen. Man weiß nie, wann man beobachtet wird. Mein Name ist Trommler. Mein toller Job ist es, den Überblick über alle toten Briefkästen zu behalten und eintreffenden Agenten zu sagen, wo sie gebraucht werden. Du willst wahrscheinlich nicht tauschen, oder? Das kann ein wichtiger Job sein. Na klar, ich könnte durch eine dumme Tafel ersetzt werden. Wir sehen uns noch, und zwar häufig. Bestimmt. So, wir gehen erstmal hier weiter. Schön, dass sie schon einfach vorgegangen ist. Sie weiß ja gar nicht, wo es hingeht. Railroad Haku. Haku Haku. Haku Haku Haku. So, hier ist es. Hat zwar nicht den Komfort des Switchboard, aber es ist sicher. Und wir haben Vorkehrungen getroffen, damit wir nicht noch einmal überrascht werden. Im Moment läuft alles ein wenig chaotisch. Also gibt es eine Menge für dich zu tun. Soll ich nochmal mit dir reden oder wie war's so? Red einfach nochmal. Okay, sie wollte dastehen. Sie ist beschäftigt, alles klar. Mit was ist sie beschäftigt? Mit Laufen. Achso, okay. Na, dann ist sie mit Laufen beschäftigt, kein Problem. Ich laufe einfach mal hinterher. A Whisper ist am Start. Oh yeah. Oh, guck mal, da ist ein... Oh ne, ich dachte, das ist ein Hut. Brauche ich nicht. Hört mal alle her. Das hier ist Whisper. Er war mit Deacon zusammen auf dem Switchboard-Einsatz. Er ist mit sofortiger Wirkung ein vollwertiger Agent. Ich verlasse mich darauf, dass ihr alle ihm zeigt, wie die Dinge laufen. Heißt ihn bei uns an Bord herzlich willkommen. Das war alles. Der Weg, den du gewählt hast, ist kein leichter. Aber du gehst ihn niemals allein. Okay. Deacon, du bist zu fett. Wo bist du? Tut mir leid, ich muss ja Tüftel Thomas. Wo bist du? Schön, dich bei uns zu haben. Nimm den Hintereingang. Wenn zu viele Leute durch die Church gehen, fliegt das Versteck auf. Kann ich mit dem Ding hier reden? Löse nach Theta N auf, wenn sich I Pam. Der Wahrscheinlichkeitsgrenze nähert. Pam! Verarbeite, Agent Flüsterer. Ihr Eintreffen war nicht vorgesehen. Was meinst du mit war nicht vorgesehen? Verarbeitung verbaler Eingaben vorübergehend nicht möglich. Verarbeitung läuft. Vorbereitende Anpassungen an statistische Modelle abgeschlossen. Beginne mit der Vorstellung. Ich war, bin und werde wahrscheinlich sein. Pam, prädiktive Analysemaschine. Arbeitest du für die Railroad? Ja. Meine Ziele und die Organisation Railroad weisen einen hohen Grad an Korrelation auf. Sie liefern Daten. Ich liefere Näherungen erster Ordnung des Verhaltens aller Einwohner der als Commonwealth bezeichneten Region. Formuliere neu. Ich sage die Zukunft voraus. Achso.
Du siehst in die Zukunft? Das ist das primäre Ziel dieser Einheit. Vorsicht, biologische Lebensformen verhalten sich unregelmäßig, unberechenbar. Alle Ausgaben weisen eine extrem hohe Fehlerquote auf. Wie ungenau bist du denn? Je kleiner die Gruppe und je größer der Zeitraum, desto ungenauer werde ich. Aber alle Vorhersagen werden durch das menschliche Element beeinflusst. Operation abgeschlossen. Sie sind eine abtrünnige Variable. Keine aktuellen oder vorherigen Modelle sagen ihre Anwesenheit oder Existenz voraus. Frage: Was ist Ihr Ursprungsort? Eigentlich ja nicht. Oh, nicht Vault 111, aber okay. Ich komme aus Vault 111, falls du das meinst. Greife auf Daten zu. Vault 111. Kryo-Vault. Angeblich zerstört. Konversation bis zum Aufbau einer neuen Wahrscheinlichkeitsmatrix beendet. Umformulierung. Auf Wiedersehen. Alles klar. Läuft. Pam Zentral. Oh, kann man hier irgendwas machen? Zugriff auf Aufzeichnungen. Einfach bezeichnet die Person beschränkt. Endtoken. Tut mir leid. Einen schönen Tag noch. Okay. Darf ich anscheinend nicht drauf zugreifen. Kein Problem. Wir unterhalten uns. Den Weg der Freiheit gegangen? Ja, anscheinend. Wir unterhalten uns willkommen erstmal mit allen. In der Familie. Wir müssten ja noch ein paar mehr Leute sein. Alle sagen, du übertreibst es mit den Camps. Aber meine Augen sind weit geöffnet. Mhm. Ich sehe. Ah. Hallo. Laut Sensorabtastung bist du sauber. Hurra, wir sind insektenfrei. Ich habe eine Sensorabtastung durchlaufen? Jeden Test, den das erlaubt. Kompletter EMF-Scan, Test auf biologische Stoffe und andere hochentwickelte Sicherheitschecks. Laut Abtastung beobachtet das Institut dich oder uns nicht. Aber die Tests lügen, Mann. Okay, hast du da draußen was gegessen? Falls ja, dann haben sie dich. Ja, ich habe Lebensmittel gegessen. Oh. Wusste ich's doch. Das Institut hat diese winzigen Mikroroboter im Essen, Mann. Und die erstatten Bericht. Tom, das ist Unsinn. Du verstehst das einfach nicht, Carrington. Das Institut ist in deinem Blut. Sie sind in meinem Blut? Natürlich nicht. Tom, wir haben die Tests durchgeführt. Gründlich. Wir haben rote und weiße Blutkörperchen sowie Thrombozyten gefunden. Und das macht dich überhaupt nicht misstrauisch? Die Ergebnisse waren zu perfekt, zu vorhersehbar. So täuschen sie dich. Ich versuche aufgeschlossen zu bleiben. Na also. Danke. Okay, okay. Wenn du wirklich sicher sein willst, gebe ich dir eine Spritze. Desdemona sagt, die ist nicht nötig, aber die tötet die kleinen Roboter ab. In deinem Serum ist Batteriesäure. Kein Atombombenabwurf ohne Strahlung. Also, bereit für die Spritze? Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Gut. Dann sollen sie halt alles hören und sehen. Okay, okay. Hoffentlich gefällt es dir, dass dein ganzes Leben auf den Zentralrechner des Instituts übertragen wird. Ich gebe mir immer eine Dose Strahlung, um die Blutroboter abzutöten. Verstehe, Mann. Clever. Lieber ein paar Haare verlieren, als das Institut gewinnen zu lassen. Ja, ganz genau, Mann. Ich baue hier die Sachen. Verschwinde und mach deinen Kram. Mhm. Wenn du zurückkommst, kriegst du alles von mir. Was machst du? Die Spielzeuge, die ihr Agenten im Einsatz benutzt, stammen von meinen Jungs und mir. Wir denken unkonventionell, Mann. Man muss echt kreativ und verrückt sein, um diese Institutseierköpfe abzuhängen. Von ihren ganzen Geheimprojekten will ich gar nicht erst anfangen. Also, ich habe so viele Ideen im Kopf. Jetzt wird gebaut. Na dann, so, das ist Kate. Wo haben wir denn diese Glory eigentlich? Einfach nur ein Agent. Mit aufgeteilten Informationen zu arbeiten, ist schwer Agent? Für neue Agenten. Ah, schön, dass du dabei bist. Jetzt kriege ich auch meine Nacht frei. Ein noch größeres Problem als Hallo. Das Institut sein. Hey du, bist du der neue Krieger? Whisper, richtig? Schwer, was? Ich persönlich. Schön, einen anderen Agenten zu treffen. Finde ich auch. Wer so verrückt ist, zu uns zu kommen, ist schon in Ordnung. Im Switchboard hat es also von bösen Jungs gewimmelt. Und von Minen. Stimmt das? Oder hat Deacon mich wieder verscheißert? Auf jeden Fall. Das ist heftig.
Wie habt ihr das alte Hauptquartier ausgeschaltet? Sagt nicht mit Deacons rein und raus wie ein Geist, Mist. Mit einer Menge Kugeln und einer Menge Blut. Zum Glück war das Blut nicht meins. So wird das gemacht. Tja, willkommen zu unserer Party. Nach dem, was mit Tommy Whispers passiert ist, brauchen wir einen neuen krassen Typen, der Sachen in die Hand nimmt. Neuen krassen Typen, Junge. Wer ist Tommy Whispers? Tommy war der zweite Krieger im Hauptquartier. Er ist verschwunden, seit die Arschlöcher vom Institut das Switchboard ausgeschaltet haben. Seit er weg ist, war ich pausenlos auf Mission. Ich bin also verdammt froh, dass du hier bist. Man nennt mich Glory, den Engel des Todes. Das Paradebeispiel für einen befreiten Synth, mit dem man sich nicht anlegt. Du bist also ein Synth? Das steht auf dem hergestellten Institutstempel auf meinem Arsch. Ich habe viele Fragen über Synths, über das Institut. Wärst du bereit, ein paar zu beantworten? Wenn es sein muss. Ich weiß wesentlich weniger, als du denkst. Meistens war ich an der Oberfläche. Hab in Ruinen und so nach Bergungsgut gesucht. Als ich die wenigen Male im Institut war, war ich für die nur ihr denkender, fühlender Hammer. Wie ist das Institut so? Sauber. Viel Metall und viele Maschinen. Aber ich habe nur wenige Räume gesehen. Die Schlafbaracken und meinen Arbeitsplatz. Ich habe den Arschlöchern geholfen, mehr Synths zu bauen. Synth-Entwicklung nannte sich das. Wie werden Synths hergestellt? Wenn ich das wüsste. Die Maschinen sind riesig, kompliziert. Anders als alles, was ich hier gesehen habe. Egal, was Des und die anderen sagen, Synths sind keine Menschen. Wir werden Knochen für Knochen, Muskel für Muskel zusammengebaut. Ich hab's gesehen. Ich gehe in den Schießstand. Ich muss rumballern. Sofort. Alles klar. Glory. Die Welt ist gefährlich. Für jeden, der mir im Weg steht. Ich bete zu Gott, dass das Institut uns nicht findet. Du bist einfach nur ein Agent, du bist der Trommler. Gut, dann gucken wir uns hier mal kurz um. Du musst vorsichtig sein. Achso. Das Institut ist überall. So, wo ist denn jetzt der komische Doktor-Typ hier? Wo ist er denn hin? Was gibt's? Ah, das ist doch unser neuester Agent. Nimm mal mit, ne? So. Dr. Karen mit... Desdemona hat gesagt, dass ich dir das hier geben soll. Das zu finden war eine herausragende Tat, aber darum geht's gar nicht. Du hast keinerlei Ausbildung und wir kennen dich kaum, aber trotzdem nimmt Des dich bei uns auf. Wäre schön gewesen, wenn sie das mit ihrem Stellvertreter besprochen hätte. Aber passiert ist passiert. Wenn du schon mal hier bist, kannst du auch etwas für uns tun. Sag mir, was du brauchst, Doc. Einer unserer Feldagenten, der alte Stockton, braucht Hilfe bei einem entlaufenen Synth, H222. Also löscht das Hauptquartier wie üblich die Feuer, die anderen zu viel Arbeit machen. Der paranoide alte Kauz verrät uns nicht mal das Problem. Er besteht darauf, dass wir uns die Info aus einem toten Briefkasten holen. Was ist ein toter Briefkasten? Gott im Himmel, ein toter Briefkasten ist ein Briefkasten mit einem Warnsignal. Wir verwenden diese Art der Kommunikation häufig. Also halt die Augen offen. Wenn du Stockton triffst, verrät er dir nicht mal die Uhrzeit, bevor du ihm nicht das korrekte Gegenzeichen gegeben hast. Das aktuelle Zeichen ist, hast du einen Geigerzähler? Das Gegenzeichen dazu lautet, meiner ist in der Werkstatt. Zumindest das hat Deacon dir doch beigebracht, oder? Ja, ist ja... Vertrau mir bei der Sache. Ich bekomme das schon hin. Vermassle es aber bitte nicht zu sehr. Wenn was schief geht, bin es immer ich, der es gerade biegen muss. Stockton ist ein wichtiger Geschäftsmann in Bunker Hill. Der tote Briefkasten ist dort irgendwo. Über den Fluchttunnel hinten raus bist du schneller. Okay. Wir haben nochmal komisch mit Deji nochmal spreche hier. Nach dem, was Deacon gesagt hat, erwarte ich Großes von dir. Desdemona. Entschuldigung, ich habe zu tun. Wäre es so schlimm, die Missionsdaten mal vor dem toten Briefkasten zu erhalten? Na gut, dann gehen wir halt hier wieder raus, ne? Dann müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder raus. Und dann gehe ich mal schnell zu Paladin Dance. Hol mir da auch nochmal zwei Missionchen. Ich rede nochmal mit ihm, vielleicht hat er auch noch irgendwas für mich. Und schauen wir einfach mal. Ja, vielleicht. Kann sein. Noch wieder ein paar mehr
Aufträge. Und die können wir dann schön nacheinander alle abarbeiten. Und dann ist gut. Vielleicht finde ich noch die ein oder andere Mini-Atombombe. Vielleicht so 2, 3 hätte ich eigentlich schon gerne. Damit ich, ja, dann auch mal die komische Mission dafür Preston machen kann. Für die Minutemen. Die Burg einnehmen, das ist das Hauptquartier, glaube ich, ne? Damit sie das halt machen können, brauche ich, glaube ich, noch ein paar Mini-Atombömmchen. Ich weiß nicht, ob eine reicht. Ich glaube zu wissen, welcher Gegner da auf mich wartet. Und da sollte ich vielleicht mehr als nur einer hingehen. Wir können, ach, ja, Good Neighbor soll ich auch gehen, ne? Ja, muss ich unbedingt mal machen. Wo ist denn der Scheiß jetzt? Oh, da. So. Polizeirevier Cambridge. Dann holen wir uns das noch schnell. Wir haben auch wieder einen Punkt zum Verteilen, aber ich warte jetzt ein bisschen. Ich mag das voll gerne bei den Spielen, wenn du mehrere Punkte direkt verteilen kannst. Weil immer einen finde ich ein bisschen, Deswegen schön warten, Punkte holen und gut ist. Aber erstmal holen wir uns noch 2 neue Missionchen, würde ich sagen. Missionchen holen. Aber erstmal müssen wir, naja, warten. So, okay. Dann schwupps. Ich hoffe, dass Dance vielleicht auch noch eine Mission für mich hat, weil das wäre eigentlich ganz cool. Ansonsten, gut. Ne? Ansonsten halt nicht, mein Gott. Machst du auch nichts, ne? Dann können wir nämlich jetzt ein paar Missionen machen und die können wir dann danach wieder abgeben. Es kommt auch immer drauf an, wie lange die dauern, aber meistens für die Bruderschaft und für die Minutemen, das dauert alles nicht allzu lange. So. Gut, da bist du wieder. Paladin Dance? Wenn du deine Powerrüstung auf Vordermann bringen willst, haben wir dafür Ausrüstung in der Werkstatt. Haben wir nicht mal eine gekriegt? Halen? Schweinerei. Anscheinend bist du bereit für weitere Einsätze. Mhm. Ich habe eine neue Mission, wenn du möchtest. Na klar. Bestätige. Großartig. Das Gebiet ist auf deiner Karte. So, das müssen wir uns nicht an, weil es immer das Gleiche ist. Da draußen gibt es nämlich genug Ungeziefer, das vernichtet werden muss. Ja. Ich bin bereit. Gute Antwort. Ich markiere. Wir sehen uns. So, alles klar. Haben wir das also auch? Noch irgendwas? Den Trinity Plaza? Ach du Scheiße, da waren so wirklich Supermutanten, ne? Eieieiei, das wird ja lustig. So, dann mal kurz den Pip-Boy öffnen. Das machen. Alles markieren. Ghoul-Problem bei Tampines Bluff. Das werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall direkt angehen. Tampines Bluff ist ja hier oben. Vielleicht sollte ich auch hier ein bisschen. Ich weiß noch nicht. Werkstätten. Das sind, glaube ich, meine ganzen. Ja, genau. Ja, die haben halt nichts zu essen. Gut. Abernethy Farm hat keinen Schutz. Den kann man denen ja gewähren. Die Kinderkrippe hat auch keinen Schutz. Die haben auch keinen Schutz. Die haben alle keinen Schutz. Und das braucht auch nichts. Sanctuary Hills hat zu wenig Schutz. Okay. Summer Place hat auch keinen Schutz. Das Ding hat nichts. Und hat keinen Schutz. Ja, gut. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge gehen wir erstmal überall hin und gucken, was wir da machen können. Ich glaube, bei der Farm können wir ein bisschen Essen holen. Hoffe ich. Und das basteln wir dann hier irgendwo anders hin. Ich habe ja auch noch ein bisschen Essen bei. Und ja, dann schauen wir doch einfach mal, was da abgeht. Ich bedanke mich aber an der Stelle bei euch. Hoffe, in der nächsten Folge seid ihr wieder mit dabei. Und bis dahin, haut rein.